Hallo liebe Griller-Freunde, hier ist wieder eure Griller-Queen. Ich fange heute mal hier drin an, weil wir haben es draußen, es ist so kalt und ich habe versucht, vorhin das Hackfleisch draußen fertig zu machen. Geht nicht, friert alles sofort ein. Mir ist ein bisschen auf meinen Schuh gekommen, das war sofort gefroren. Deswegen fangen wir jetzt hier drin an. Ich möchte heute mit euch aus dem Dutch Oven, habe ich schon da stehen, einen Schichtkohl-Hackfleischauflauf zu machen. Und dafür brauchen wir natürlich primär erstmal Hackfleisch. Ich habe hier ein Kilo, ich habe einen Kopf Kohl. Den Kohl habe ich mit dem Trick entblättern können. Ich habe den einfach immer ins heiße Wasser reingelegt, immer wieder abgewittert, heißes Wasser und unten den Kern eingeschnitten. Dann geht es noch einfacher. Genau, also Hackfleisch, Kohl. Wir brauchen Crème fraîche. Wir brauchen für das Hackfleisch etwas Senf, ein Ei. Ich nehme hier unser Boulettenfrikadellen-Ankerkraut-Gewürz für meine Bouletten. Wir brauchen gemahlenen Kümmel. Wir haben hier Salz, Pfeffer, Muskat, zwei verschiedene Pfeffersorten und gemahlenen Kümmel. Wir brauchen Bacon, den Sahnekäse, anderthalb Zwiebeln, Gemüsezwiebeln habe ich genommen, den Gouda für oben drüber, Käse ist immer ganz, ganz wichtig, ihr wisst ja, Käse, Käse, Käse und 700 Milliliter Gemüsebrühe. Wir fangen jetzt aber erstmal an mit unserem Hackfleisch, ich bereite das ein bisschen vor und dann legen wir los. Bis gleich. Wir bereiten jetzt mal das Hackfleisch vor. Ich habe hier einen Stiegel Biersenf. Ich nehme den jetzt mal einfach, weil der im Kühlschrank war. Den haben wir mal zugeschickt bekommen und ich probiere den jetzt mal einfach aus. Dann machen wir hier so einen kleinen Spritzer von rein. Das ist schon mal das. Dann haben wir unsere Gewürze, habe ich ja schon benannt. Die kommen hier auch rein. Dann nehmen wir von Ankerkraut einmal durchschütteln. So, dann nehmen wir von Ankerkraut das Boulettengewürz drüber. Ich mag das ja gerne, das Hackfleisch kann ruhig ein bisschen mehr, steht schon ein bisschen länger anscheinend. Das Hackfleisch kann immer ein bisschen mehr gewürzt werden. Ich finde das irgendwie immer ein bisschen besser. Unsere Zwiebeln kommen hier rein. Die sind schön grob geschnitten. Ein Ei. Und dann ist das Wichtigste, lasst euch Zeit beim Kneten. Schön lange das Ganze hier durchkneten. Und dann wird das Hackfleisch einfach schön sämig und schmeckt einfach in meinen Augen besser. Das werde ich jetzt erstmal machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir fangen jetzt an. Die erste Schicht in unserem Dutch Oven ist, guck mal hier, kannst mal reinfilmen, ist der Bacon. Da legt ihr unten ein schönes Bett rein. So, genau, das kann jetzt ein bisschen dauern. Es ist natürlich diese Schichtgeschichte, die Schichtgeschichte ist ja immer so eine langwierige Sache, aber ich sage euch, das lohnt sich. Erstmal habt ihr Essen für zwei Tage, es ist ja echt ordentlich was drin. Ich werde meinen Schwiegereltern auf jeden Fall was vorbeibringen. Die haben ja leider ein bisschen Corona und dürfen nicht raus, deswegen versorge ich die gerade mit, mache ich aber sonst auch immer. Also alles, was wir hier grillen, wird nicht weggeschmissen. Wird überhaupt nicht irgendwie, keine Ahnung, nicht gegessen oder sowas, sondern unsere Freunde, Familie holen sich das ab oder ich bringe das denen rum. Das finde ich einfach total wichtig. Gerade weil wir so viel grillen, muss das eben auch vernünftig irgendwie verwertet werden. Jetzt irgendwie nur fürs Video, euch das hier fertig zu machen, das finde ich, also da habe ich keinen Bock drauf. Das wäre nicht mein Ding irgendwie so. Okay, also unsere erste Schicht ist jetzt hier drin. Wir gehen nochmal hier an die Seite, kannst du nochmal zeigen. Wir gehen an der Seite auch ein bisschen hoch. Wir wollen ihn hier an der Kante auch einen Tick ausschmücken. So. So, so, so. Es gibt ja so viele verschiedene Varianten von diesem Rezept. Aber das ist so, ich sag mal, mein Lieblingsrezept. Und es schmeckt auch eigentlich immer allen, hoffe ich doch zumindest. Und ich finde gerade Kohl zu dieser Jahreszeit ist natürlich auch perfekt. Und wir waren gerade in Büsum und ich habe gar keinen Kohl mitgenommen, wie doof. Da gehe ich hier extra, hole ich hier im Supermarkt Kohl, das ist ja auch ganz clever. Okay, also das ist die erste Schicht. Jetzt kommt unsere nächste Schicht. Wir legen unsere Kohlblätter hier rauf. So, auch wieder ein Bett. Muss ein bisschen, glaube ich, das, von da hinten sieht man das ja gar nicht so. Musst du auch einmal zeigen. Die legen wir hier schön rein. Und das muss nicht hübsch aussehen. Also fangt hier nicht an, irgendeine Glanzleistung zu zaubern. Das ist totaler Quatsch. Jetzt kommt unser Sahnekäse. Ich liebe den ja. Kannst auch alles mitmachen. Ich habe den eigentlich immer. Das Schöne ist ja, wie gesagt, der wird nicht schlecht. Der kann immer im Vorratsraum einfach stehen. Also der wird schon irgendwann schlecht, aber nicht so schnell. Den verteilt ihr. Ich habe irgendwo einen zweiten Löffel gehabt. Nehmen wir den einfach.
So kommt da sowieso alles zusammen, ne? Und leicht hier drüber verteilen. Dann kommt auch schon die nächste Schicht Hackfleisch. Zack. So. Die nächste Schicht Hackfleisch kommt jetzt hier rauf. Und nicht die nächste, die erste Schicht Hackfleisch. Dann nehmt ihr euch so ein schönes Ding, drückt das ein bisschen platt. Guck mal, und drückt das hier schön an. Dass das nicht, es muss ja ungefähr gleichmäßig dick sein. Nochmal. Wundert euch nicht über die Zwiebeln, das fällt nachher nicht mehr auf. Ich mag sie grob lieber. In diesem rustikalen Essen gehen so kleine Zwiebeln total verloren. Die könnt ihr ruhig auch schön grob lassen. Kommt hier noch ein bisschen hin. Und so geht es jetzt im Endeffekt weiter. Wir schichten das und oben beim Topping nehme ich euch gleich wieder mit. Bis gleich. Ich habe jetzt meinen Kohl und mein Hack geschichtet. Wir haben jetzt hier 4 Etagen Kohl, 2 Etagen Hack und 3 Etagen Bacon. Jetzt geben wir über unser ganzes Rezept so an der Kante unsere Gemüsebrühe rüber. So, das sind 700 Milliliter. Die geben wir hier so rein, ganz langsam. So, sehr gut. Dann nehmen wir erst Crème Fraîche. Oben kommt Crème Fraîche drüber. Dann kommt unser Käse darüber. Ich habe jetzt hier einen ganz normalen Gouda genommen. Da könnt ihr auch ein bisschen nehmen, was ihr wollt. Also da... Auch ein Cheddar schmeckt ganz gut. Das ist so ein bisschen so, wie ihr Bock drauf habt. Ich verteile jetzt, wie gesagt, hier oben mein Crème Fraîche. Streue dann unseren groben Kümmel drüber. Dann Käse drauf. Und dann geht das Ganze auf den Grill. Bis gleich. Wir sind in meiner Grillecke angekommen. Guck mal, es ist schweinekalt hier draußen. Macht ja aber nichts, weil dieses Gericht ist ganz einfach. Das kommt jetzt auf unseren Grill. Wir lassen jetzt unseren Grill so auf, sag ich mal, 160 Grad einpendeln und stellen unseren Dutch Oven einfach in unsere Aussparung und lassen das Ganze circa für eine Stunde vor sich hin brutzeln. Wichtig ist auf indirekter Hitze. Ich habe nur links und rechts meine Brenner an. Bei jedem Grill ist es hier unterschiedlich. Ich muss bei diesem Wetter muss ich schon ein bisschen aufpassen, dass ich die Temperatur schön halten kann. Er fällt sehr, sehr schnell ab. Wenn ich jetzt so viel laber und hier den Deckel auflasse, fällt er noch schneller ab. Deckel drauf. Deckel drauf. Achso, habt ihr überhaupt gesehen? Jetzt habe ich noch Käse. Ich habe den Kümmel drüber gemacht und Crème Fraîche. Und dann kommt der Deckel drauf. Und jetzt warten wir so circa eine Stunde. Es geht los. 1 Stunde 15 Minuten habe ich jetzt unseren Dutch Oven hier drauf gelassen. Guckt mal rein. Eieieiei. Das sieht gut aus, oder? Und es riecht auch super. So, dann holen wir das Ganze jetzt mal raus und werden uns mal einen schönen Teller fertig machen. Bei dem Wetter ist das ideal für die... Oh Gott, sehr schwer. Es ist doch ideal bei diesem Wetter. Eine schöne Kohlhackpfanne, finde ich zumindest. Einmal Grill aus. So, gut. Und jetzt gucken wir mal. Aber ich glaube, da brauche ich doch ein Messer. Ich habe gedacht, ich komme da so durch. Oh doch, das geht. Zack. Sehr schön. Der Kümmel, den seht ihr ja, der ist ganz wichtig beim Kohl. Sonst habt ihr ein bisschen Magen. Ne? Also deswegen lieber schön viel Kümmel rein. Eigentlich mag ich gar keinen Kümmel, muss ich ehrlich gestehen. Ich finde das immer... Ich liebe Kümmel. Ja, du liebst ja Kümmel. Ne? Aber bei solchen Gerichten, finde ich, fällt der Kümmel nicht auf. Da muss der sein. Das gibt ja echt Gerichte, da muss der sein. Okay, nehmen wir uns mal hier so eine Schicht raus. Das sieht immer ein bisschen aus wie ein Verkehrsunfall. Das ist nun mal leider so, aber schmeckt trotzdem. Da seht ihr unseren Bacon. Lecker. Ich lasse das jetzt ganz kurz abkühlen und dann probieren wir gleich zusammen. Bis gleich. Also, es riecht lecker. Es riecht sehr gut. Ja, es sieht vielleicht nicht super lecker aus da in der Pfanne, aber es ist bestimmt lecker. Wir probieren jetzt mal hier zusammen. Ich habe mir von allem ein bisschen was draufgetan. Ich hoffe, es ist jetzt nicht mehr heiß. Heiß. Krass, ist heiß. Bombe. Bombe. Wirklich, das ist für diese Jahreszeit das ideale Essen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es einfach mal nachgrillt. Es ist so einfach. Das ist ein bisschen, okay, der Kohl ein bisschen auseinanderzupfen, aber den Rest, ihr packt das Ganze hier auf den Grill. Das läuft von alleine. Ich finde, das Essen ist mega, mega lecker. Macht es nach. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Oder auch einfach so, schreibt mir da rein. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video richtig gut gefallen hat, lasst mir einfach ein Abo da. Und ich verabschiede mich jetzt mit einem
Küsschen.